So, und willkommen zurück zur nächsten Folge von Portal 2. Aperture Science in Visitors. Nein, das Intro. Der Sturz. Na, wie läuft's? Ich bin eine Kartoffel. Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlebt, den haben wir also. Da wir scheinbar nicht weiterkommen, das heißt, wir kommen weiter, mit entsetzlicher Geschwindigkeit, aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Gut, geht noch. Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben? Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Keep out, do not enter. Come to the test area. Keep out. Okay. Was ist das hier? Aber ehrlich. Was steckt hinter diesem Labor?
tief ist das bitte? Oder sind wir so hoch? Okay, den Wand können wir alles platzieren. Natürlich. Science steht da hinten, okay. Wo ist diese Wand?
gerade sprachlos in der Sache hier. Folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterin DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Okay, das ist eine ganz andere Stimme. Schneidest und dir auffällt, dass jetzt Benzin in deinen Adern fließt, ist das völlig normal. Wir haben dich einem unsichtbaren Laser ausgesetzt, der Blut in Benzin umwandelt. Es bedeutet also nur, dass der Laser funktioniert. Alpha. Thank you.
heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Aperture. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Okay. Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Blaues Gel. Und damit können wir wohl an sich... Ball hüpft er auch, also müssten wir erstmal für die nochmal Seite bitte. Und Tipp. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Let's Test Chamber. Da lang. Der Saftladen hier. Das hier ist schon ziemlich kaputt. Ich bin zurückgesprungen. Falsche Richtung, okay, dann da hoch. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleibunterwäsche auf einem der Kraftstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. So. Also wir jumpen hier und jumpen. Ein Button, wo ist der Button mit Telion? Was ist da? Und doch, das ist da nicht. Da ist auch ein Exit. Zeit.
immer noch online. Oben. 430. Was macht er denn? Da vielleicht auch jetzt schönes auf oder was? Jetzt schaut halt mal der Kollege. Ist ja auch noch ein. War ja sozusagen noch ein Portal-Spiel, nämlich. Weil an sich hat der Manus halt ja auch alle, auch eher seit Wörtern, ne? Minecraft hier und Jona an sich von. Ihr Typ her ja, wie er sich hier nennt. Und ich meine, weil an sich könnte es sein, dass ihr vielleicht. Hier sozusagen vielleicht sozusagen dann vielleicht davon auch vielleicht noch ein Koop Let's Play machen, weil wir beide haben ja das Spiel hier, also könnten wir es ja vielleicht auch machen. Aber mal gucken, mal wann, ob wir es vielleicht dann ja auch sozusagen so was wie ich das jetzt aktuell mache. Portal 1 aufgenommen, jetzt direkt mit Portal 2 aufgenommen. Falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Und von seiner Ansage, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Aber dann, tschüss.